Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Show Minecraft in Alendia. Ja, befinde ich mich eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Ich befinde mich im. Ich befinde mich im. Puh, na, wo befinde ich mich jetzt? Nein, ich befinde mich im verschwundenen Dorf. Und meine Fraps-Zahlen gehen gerade ein bisschen sautief runter. Aber nichtsdestotrotz, ich werfe jetzt kurz die Musik an. Und dann. Ich hoffe, die Lautstärke passt diesmal. Ich habe ein bisschen rumgespielt an der Musik. Ja, ich möchte euch gerne heute ein bisschen mehr zeigen. Im verwunschenen Dorf bin ich deshalb, weil es. Ich brauche meine andere Ansicht. Schon besser. Im verwunschenen Dorf möchte ich jetzt gerne sein, weil ich gebaden. Nein, deswegen möchte ich nicht im verwunschenen Dorf gerne sein, sondern das verschwundene Dorf, nicht das verwunschene Dorf, befindet sich nämlich jetzt am Rande einer neuen Stadt. Welche neue Stadt das ist, das werdet ihr sehen. Ich habe es ja im letzten Part schon angekündigt vor dem offiziellen Geburtstagsvideo. Wofür ich zu faul war, ehrlich gesagt. Aber mir sei es verdankt, weil ich stecke noch offiziell in meine Prüfungen fertig. Am Donnerstag bin ich soweit, dann bin ich ausgelernt. Und so weiter und so fort. Deshalb ist auch die Video-Hochladung. So die Veröffentlichung meiner Videos und so nicht so hoch. Es tut mir auch sehr leid, aber ihr müsst damit lernen, ich bin selbst ein Mensch. Und ab August fange ich wieder das Arbeiten an. Ich bin wieder zufrieden. Es ging jetzt, wie ein paar von euch wissen, bei mir eine sehr lange Zeit bergab. Und man kann tatsächlich so, ich kann tatsächlich jetzt so sagen, es geht wieder vorwärts mit mir. Es geht wieder aufwärts. Nach der Prüfung geht es endlich wieder aufwärts. Für ein halbes Jahr, wie viele mitbekommen, seit einem halben Jahr ging es für mich eher bergabwärts. Gehe ich übrigens in die richtige Richtung, fällt mir gerade auf. Ich hoffe schon. Also da ist eine Säule, das heißt, so falsch kann ich nicht liegen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Verdammt. Ja, begleitet wieder mal von lustiger Wandermusik. Ah, wir befinden uns in der Nähe, wo ich hin wollte. Und zwar, auf der anderen Seite stehen Häuser, seit wann? Ja, hier tut sich jetzt eine neue Stadt erbilden. Ich heiße euch herzlich willkommen im Grin der Stadt, einer offiziellen Stadt. Also keine neuen Namen suchen oder sowas. Oder eigentlich auf das Schaf rauf. Keine neuen Namen oder sowas. Grin der Stadt. Viel habe ich noch nicht gebaut. Viel habe ich noch nicht gebaut. Ich kam leider noch nicht dazu, aber was sich bis jetzt hier befindet, schaut schon mal schön aus. Mit was fangen wir an? Fangen wir mit dem Leuchtturm an von Grin der Stadt. Ja, hier. Es wird noch jede Menge gebaut. Auch wenn das Häuserdesign noch ein bisschen komisch aussieht. Hier befindet sich der Leuchtturm von Grin der Stadt. Nichts Außergewöhnliches, vielleicht noch etwas Höheres. Es ist nicht viel. Es ist nur nicht viel, aber ich habe mir gedacht, jetzt wird es langsam wieder Zeit für ein Let's Show Alendia. Und ich möchte nicht wieder so lange Pausen wie vor einem halben Jahr haben. Durch meine Situation. Und deshalb habe ich mir gedacht, auch wenn ich bis jetzt nur noch wenig gebaut habe, will ich euch es natürlich auch zeigen. Hier befindet sich die Kirche. Hier befindet sich eine Kirche und ich habe ehrlich gedacht. Ich habe ein bisschen, auch wenn man es nicht sieht, auch wenn viele jetzt sagen, ey, was ist denn das für ein hässlicher Sandklotz. Ich habe
an Notre Dame, die Kirche in Frankreich, ein bisschen gedacht. Man sieht es nicht. Hier oben sieht man so Turmspieler. Man kennt es ja. Und wenn man hier jetzt reingeht, sieht man auch nicht viel. Oh, ich wollte eigentlich noch Bänke ziehen. Ja, ein riesiges Kreuz. Aber die Bänke könnten wir jetzt gemeinsam ziehen. Was nehmen wir denn da Schönes? Ich habe jetzt keine Live-Aufnahme. Nehmen wir das Eichenholz. Ja, ich habe schon eine Idee, wie ich es baue. Stell dir vor, ich habe eine Idee, wie ich es baue. Dafür brauche ich den Block auch noch. Und die Kanzel wollte ich auch noch bauen. Und das habe ich anscheinend... Ich habe das gestern oder vorgestern? Vorgestern. Nein, gestern war es. Gestern habe ich mich wieder rangesetzt an... Die letzten paar Tage habe ich mich wieder rangesetzt. Ich brauche zurzeit auch ein bisschen Ausgleich zu meinen Prüfungen. Da habe ich mir gedacht, ja, baust du Ländia weiter. Wie es auch schön geklappt hat. Die Wiki-Einträge, die werden immer nach dem Video kommen, weil ich möchte nicht, ich möchte ungern immer was vorspoilern. Mit den Wiki-Einträgen möchte ich, ach, das ist eine reiche Kirche. Möchte ich nicht immer gerne was vorspoilern. Ja, Ausnahme ist es diesmal, dass ich hier einfach was anfange zu bauen, Leute. Das ist tatsächlich nur eine Ausnahme. Aber so sieht man auch mal hinter die Kulissen, wie ich das aufbaue. Ist doch auch mal schön zu wissen, wie man eigentlich sowas entsteht. Ich überlege auch mit Shadern und sowas zu spielen. So, da kommt noch eine, kann da noch eine hin? Ja. Sozusagen, weil früher saß der Adel. Früher war Kirche etwas sehr Hohes, das heißt jeden Sonntag Gottesdienst, glaube ich, zur damaligen Zeit. Und früher war die Kirche auch ganz strenger gesehen. Jeden Sonntag Gottesdienst und so. Man hat gesagt, die Reichen kommen immer in die ersten Reihe, die das gewöhnliche Volk aufstehen. Auch wenn man in Alendia den Glauben an Göttern hat, möchte ich nicht keine Götzenschreine. Für mich gehört ein Mittelalter Let's Show, gehören für mich Kirchen. Für ein Fantasy, ich bin eher ein Freund von Kirchen bauen. Vielleicht baue ich, ihr habt es ja bei die Zwerge gesehen, da habe ich einen fetten Tempel gebaut. Das ist ja hier eine größere Stadt. Vielleicht baue ich da mehrere Religionen. Ich versuche da mehrere Religionen. Ich habe hier mit Grinnestadt werden wir noch mehr Zeit verbringen als wie Anrast. Da wette ich mit euch. Werde ich mehr Zeit reinstecken als in Anrast. Weil ich Dings mache. Unentschuldigt für den Baulärm im Hintergrund. Weil ich Dings mache. Ja, weil ich Dings mache. Nicht weil ich Dings mache, sondern weil ich Dingsel mache. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, mehrere Religionen, weil ich hier Firmen. Weil ich auch sehr viel hier bauen will. Also mehr als in Charakteren und Anrast. Auch wenn die gute Inken mich am Anfang gelassen hat, gedacht hat, ich kann Charakteren jetzt ausbrechen. Muss ich tatsächlich sagen, inzwischen geht mir der Titel locker über die Lippen. Wie sieht es denn mit dir aus, Ink? Bringst du Charakteren locker über die Lippen? Ah, die gute Ink. Sie ist die gute Seele des Projekts, muss man sagen, weil sie schafft es jedenfalls durch sehr konstruktives Feedback dazu, dass ich meinen Arsch bewege. Jedes Mal, um mich hier hinzuhocken. Ich danke dir, liebe Ink. Wie gesagt, du sorgst dafür, dass die faule Flauschekatze ihren pelzigen Arsch hochbequemt. Weil du so sehr vieles kontinuierliches. Sie schreibt mich auch im Forum vom Alendia an und sagt, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Ich sehe schon kommen, ich hätte machen können, dass ich das nicht so live bauen soll.
dass ich das nicht live bauen hätte sollen, tun müssen. Aber das ist doch auch schön, weil hier kann man meines Ansicht besser reden. Hier kann ich mit euch besser kommunizieren, reden. Zum Wiki, die Einträge kommen etwas immer später, wenn die Videos hochgeladen werden, weil persönlich bei den Wiki-Einträgen lasse ich mir sehr viel Zeit schreiben, um die Informationen, die ich brauche oder die Informationen, die ich benötige und brauche, auszuschreiben. Wie jetzt beim Eintrag von der Schlacht von die Urca de Lima. Da habe ich mir auch richtig viel Zeit gelassen, um den mal niederzuschreiben. Gut. Sind wir hier fertig mit der Kirche? Das hier, Leute, wird noch ein Gehsteig. Er ist jetzt bis jetzt noch ein bisschen unfertig, aber den hebe ich jetzt nicht zusammen mit euch aus. So sehr ich euch enttäuschen muss, aber diesen setze ich hin. Weil ich habe mir gedacht, jetzt sind wir wieder, diese Stadt ist etwas edler, diese Stadt ist eine große Stadt in Alendia. Und die hat schon ihr eigenes System, wie sie es gerne will. Ich werde hier jede Menge Bürgersteige und sowas bauen. Hier zieht sich auch eins der Häuser schon. Der ersten Häuserchen. Häuserchen. Tür auf und schauen wir mal rein. Ja, so sieht ein Haus in Gerindestadt aus. Ein bisschen anders wie es gewohnt. Da hat er ein Bettchen, da hat er was zum Essen, da hat er sogar einen Stuhl zum Hinhocken. Und hier hat er was zum Lesen. Also die Bewohner von Gerindestadt sind da anders. Und jetzt kommt, was mir ziemlich viel Arbeit gemacht hat, die Brücke zum Hafen. Ich habe hier wirklich dran rumgehockt und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir können auch hier zum Beispiel auch rauf auf die Brücke schauen. Und haben hier die komplette Stadt in Aussicht. Und wenn wir cool sind, ich weiß nicht, oder habe ich das jetzt inzwischen so abgeschlossen? Ich hätte die Klappe halten sollen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sehen wir bis rüber, aber das sehen wir nicht. Und da sind Löcher, da wollte ich eigentlich noch was reinbauen. Und wie gesagt, hier ist die Brücke von Gerindestadt mit. Ich habe mir vorgestellt, das sehen dann aus wie so Figuren, wie so Statuen in ihrer eigenen Rüstung. Finde ich, kommt ziemlich cool rüber. Sieht doch sehr geil aus. Hier haben die Gerindestädter ihre eigenen Uniformen, orange, grün und weiß. In ihren Farben. Hier gehen wir auch mal rauf. Hier geht es nach oben. Ich wollte eigentlich hier nach oben. Und hier sieht man nochmal die Aussicht. Alles checksicher gebaut sogar. Hier sieht man nochmal die Aussicht. Man hat an den ganzen Punkten auch zum Wald da vorne. Hier hat man eine mordsmäßige Aussicht, wenn man allein schon hier. Und hier wird überall noch was hinkommen, glaubt mir. Ich werde in Gerindestadt immer mehr bauen, immer mehr haben. Und danach widme ich mich auch, solange es meine Zeit erlaubt, auch dem Bayou und El Parasaico. Oh, ich habe vergessen euch zu zeigen, hier ist das Wappen der Gerindestädter auf der Fahne. Und jetzt, hier kommt der Fluss,
Hier habe ich mir zum Hafen einen Fluss überlegt, was schon geiler aussieht. Einfach hier mal so ein fetter Fluss rein. Wie weit bin ich denn jetzt? Ich werde wahrscheinlich noch nicht sehr weit sein. Zeit lässt sehen. Ich habe gedacht, ja, ich habe noch nicht viel gebaut, aber der Satz kommt immer wieder bei mir. Und hier sind am Rande noch Bäume, also tatsächlich etwas edler. Wartet mal, das tue ich jetzt schnell. Überspringen, weil das Lied passt jetzt nicht ganz so gut rein, auch wenn es da eine Taverne gibt. Mit draußen Plätze zum Schachspielen. Mit Schachplätze hier draußen oder Mühle. Hier unten geht es dann noch weiter zum Hafen. Aber schauen wir erst einmal in die Taverne rein. Zum trinkenden Segler. Ja, ein altes Shanty, ein altes Seemannslied habe ich da aufgeschrieben, weil es Drunken Sailor ist, war zur Piratenzeit ein altes bekanntes Lied. Eins der bekanntesten scheint es überhaupt auf der Welt. Und das ist die Anspielung, The Drunken Sailor, der betrunkene Segler. Drunk. Viele kennen bestimmt die Strophe, let me go to the drunken sailor, let me go to the drunken sailor, let me go to the drunken sailor early in the morning. Hey, hey, rapture rises, hey, hey, rapture rises, hey, hey, rapture rises early in the morning. Ich werde es jetzt nicht raussuchen zum Vorspielen, vielleicht, aber nur vielleicht werde ich am Ende mal ein, zwei Shanties ranhocken, ranziehen. Werde ich mal zwei Shanties ranschreiben. Damit ihr wisst, was ich unter Shanties verstehe. Auch ein schönes irisches Lied ist The Rocky Road of Dublin. Bekannt auch durch Fiddler's Green oder Sherlock Holmes, was es im Titel war. Aber Fiddler's Green. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt eine andere Version. Ich weiß jetzt nicht, wie die Typen heißen, aber die haben eine traumhafte Version davon gemacht. The Rocky Road of Dublin ist auch ein sehr schönes Lied. Aber zurück zu Shanties oder sowas, zurück zum betrunkenen Segler. Hier ist sozusagen wenig Platz. Ja, es ist schon so eher eine Überfahrt. Hier geht es rein zu den Schlafzimmern. Hier geht es zu den Betten rein. Warum? Ja, am Hafen ein Gebäude ohne Betten ist nicht gerade geschäftsbringend. Gehen wir hier rein hinter die Theke, die bekannten Bierfässer, wie du sie schon von mir kennst. Und hier auch eine kleine Küche. Ich muss sagen, das Deadly Premonition Thema passt ja auch gerade saugeil rein. La 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 la. Es passt hier auch gerade sau cool rein. In the. Aber ja, gehen wir weiter. Den kleinen Biergarten habe ich euch gerade gezeigt. Dann geht's hier weiter. Am Hafen. Ich habe hier nicht jetzt ehrlich gesagt die großen Hafenplakaten, sondern eher für so kleine Segler, dass die Schiffe quer einsteigen können. Dass die Schiffe Platz haben, dass die Schiffe hier hinfahren können, hier sich hinstellen können und dann hier ankern. Kein großer, eher ein kleiner Hafen. Ich weiß, hier sind wir jetzt bei Hafenregister und Mannschaftsanwerbung. Wells Fargo, Grindelstadt. Wells Fargo war zur Zeit des Wilden Westen und des amerikanischen Bürgerkriegs war Wells Fargo. Da wollte ich jetzt eigentlich kein Bett hin. Halt, stopp. Hört auf.
schon besser. Barbes Fargo, ein Transportunternehmen für Postkutschen, hauptsächlich in der USA, hauptsächlich in meines Wissens rum in Texas, in Oklahoma und Arizona, glaube ich. Texas, Oklahoma und an der Grenze, jedenfalls am Wilden Westen. New York auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will es auch nicht nachschauen. Und ja, hier ist die Anspielung auf Wells Fargo. Hier am Hafen. Hier schlaft der gute Wells. Mit Büchern, mit einer Kochecke. Und hier ist er auch wenn er keinen Tisch hat. Ach, das können wir ihn kurz bauen. Ein Tischchen können wir ihn kurz bauen. Sollte mich schämen, ich weiß. Ich sollte mich auch schämen, dass ich weiß, dass ich mich schämen muss. Ich sollte vielleicht nächstes Mal genauer darauf achten, was ich baue und was ich nicht baue. Wo ich noch fertig bin oder nicht fertig bin. Ich sollte mich schämen, ich weiß. Aber deshalb kriegt er jetzt ein niedliches kleines Tischchen hin. Und wie gesagt, dieser Soundtrack, der jetzt gerade läuft, heißt tatsächlich Le Urca de Lima. Oder? Le Urca de Lima. Genau. Und das Schiff war populär. Gab es tatsächlich ein spanisches Silberschiff. Es wird auch. Ich mache ja vieles und nicht ohne historische Informationen oder sowas. So schreibe ich auch meine Alendia-Legenden. Dann hatte ich hier noch sein Tischchen. In meinen Alendia-Legenden mache ich es ja genauso. Hier schreibe ich auch vieles mit historischer Wahrheit und so. Solange man es glaubt und nicht spinnt. Schreibe ich vieles mit historischer Wahrheit auf. Zum Beispiel auch die Fall der Urca de Lima, das war tatsächlich ein silbernes Schatzschiff. 1821, 1621, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe sicher auch einen Zahlentrainer drin. Und Wells Fargo und sowas, ich mache da halt aus ein bisschen Anspielungen. Hier habe ich auch ein paar Chat-Anspielungen vor. Hier gibt es sogar Lampen, hier im Lagerhaus gibt es auch Lampen. Ich heiße euch herzlich willkommen im Lagerhaus, wo hier allen möglicher Tratsch gelagert wird. Steine, Holz. Was gibt's denn hier unten? Habe ich da unten noch was? Hui. Ja, hier wird sogar Alkohol gelagert. Vielleicht baue ich hier unten noch. Ach, wie habe ich denn die Zwergenbierfässer gebaut? Die habe ich. Lasst es mich kurz überlegen. Ja, die habe ich so gebaut. Ich kann nicht aufhören. Ink, es tut mir leid. Ich kann damit nicht aufhören. Ich weiß, ich bin böse. Aber ich kann damit nicht aufhören. Zwei habe ich es vorgehabt. Kurzer Einwurf auf die billigen Seiten und weiter geht's im Bauvergnügen. Ja, ich kann das Film wirklich nicht machen. Aber ich denke auch viel nicht dran. Wenn ich jetzt zum Beispiel kommen mir einfach manche Ideen spontan. Jetzt habe ich das Holz fast geschrottet. Ich bin tatsächlich ein spontaner Mensch. Aber dafür seht ihr auch mal, wie ich die. Ich muss tatsächlich mir mal. Vielleicht schreibt es mir aber die Idee. Schreibt es aber mir eure Idee. Eure Antwort zu dieser Idee. Bitte mal in die Comments, ob ich mal ein kleines Tutorial baue, wie ich zum Beispiel diese. Na gut, die Bierfässer seht ihr jetzt, aber. Das Bierfass seht ihr jetzt. Ich baue es auch nicht riesig. Captain Kit.
Ja, interessante Musik. Ich mag tatsächlich so neben meinen Dudelsack-Rumgeheule, wie es meine Mutter bezeichnet. Mag ich tatsächlich auch mal anders richtige Musik, also neben den modernen wie Rap und sonstigen Kladderadatsch, mag ich tatsächlich eher auch neben dem Dudelsackgeleier, ich habe es aber sicher schon mal erzählt, da bin ich mir sicher. Auch irische Volkslieder, wie gesagt, The Rocky Road of Dublin, jeden Mal empfehlenswert, das schneide ich auch dran. Aber wir haben jetzt hier unseren Bier, ich glaube, die anderen waren größer, aber ich habe jetzt hier das Bierfass vom Punkt fertig aus, jeder ist zufrieden. So, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Lagerhaus. Es geht noch ein Stockwerk weiter rauf. Und vielleicht kann ich auch Rocky Road of Dublin am Ende auch einbauen mal ins Lied oder hier in die typische Playlist nehmen. Ja, hier ist noch voller Kisten und sowas, alles voller Kisten. Ein anständiges Lagerhaus ohne Kisten, Regalböden, alles Mögliche. Und das war's anscheinend schon mit der Musik, aber mehr haben wir auch nicht. Das ist Skarenstadt, meine Freunde. Hier im Hintergrund befindet sich ein Wald, wo ich mich auch mal irgendwann mal hintersetze und schaue, was dahinter steckt. Aber hier befindet sich jetzt Skarenstadt mit dem Hafen. Ich habe den Hafen angefangen als erstes, da ist der Leuchtturm. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt in Garenstadt, wie es ja jetzt sieht, aber nicht durch die komplette Stadt, sondern jetzt zum Beispiel hier durch das Hafenviertel. Schaut es schon mal schön aus, dass hier tatsächlich so ein Spring ist, mit zwei Springbrunnen und so. Dann wollte ich daraus noch ein Denkmal malen. Wie schaut denn die Brücke eigentlich von so aus? Die Brücke schaut so aus. Ich hoffe, ich habe mir das ziemlich cool vorgestellt. Ich hoffe, es kommt auch ziemlich cool rüber, die Idee mit der Brücke. Es wird noch vieles kommen. Hier habe ich auch wie in Anrast und Karakdan einen Marktplatz vor. Ja, in allen großen Städten habe ich einen Marktplatz vor. Ein Marktplatz gehört zu einer großen Stadt. Dann habe ich hier hinten noch ein Viertel. Ein Armenviertel habe ich zum Beispiel auch noch vor. Karakdan lebt nur von Ideen. Ich habe tatsächlich nicht Charakteren, was erzähle ich da für eine Mumpitz? Ich sollte vielleicht meine Geldkarte wieder in meinen Geldbeutel reintun. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Ich habe tatsächlich, wartet, das machen wir jetzt ganz plausibel. Ich habe hier noch keine Stelle, wo ich jetzt mal meine Aufnahme beenden kann. Deshalb nutze ich hier den Turm. Ach, übrigens, Garenstadt wird nichts. Ich weiß noch nicht, ob ich es zum Handel dazu bequemen soll oder nicht. Also Garenstadt, folgende Ideen stehen schon. Ein Marktplatz, dann ein Armenviertel, ein Reichenviertel, diesmal nicht wie bei die Zwerge, wie in Charakteren brauche ich kein Reichenviertel, dann was ich sicher noch vorhab, ein Handelsviertel, wo auch der Marktplatz dann anschließt, mit verschiedenen Händlern, also wo der Drachmehandel, die Malachit-Fraktion. Gut,
Er ist zwar kein... was sage ich jetzt? Er ist kein... Verbündeter... Grindisch Gartenstadt ist kein Verbündeter der... Unika-Route, aber... Ein guter ist es schon. Ist kein Verbündeter der Unika-Route. Aber trotzdem wird hier ihr Ständchen hingebaut. Bekommen die ein Ständchen. Unika-Route bekommt hier auch einen Punkt. Handelsviertel, Markusplatz. Dann vielleicht auch ein Zwergenviertel. Ich schreibe mal hin, andere Religion. Und jetzt mal in den, ja, gut. Ihr habt sich überredet, es wird ein Zwergenviertel und ein Nymphenviertel geben, jeweils mit der eigenen Währung. Also eigene Geschäfte und sie bekommen alle so einen Wechselkursler. Es wird eine große Stadt, eine Währung, einen Zoll und eine Währungstypen brauche ich auch noch am Hafen, Zoll und Wechsler. Werde ich auch noch aufbauen. Es sind tatsächlich viele Punkte und dazu auch noch Häuser, ein Hof oder ein Gestüt, wie sie es nennt, mit einer Mühle und Feldern kommt auch noch her. Ich habe jede Menge hier vor. Ich hoffe, ich werde ja auch jede Menge Spaß haben, wieder dann aufzubauen. Allein schon, wenn ich mir die Viertel, wenn ich mir jetzt das anschaue, bleibt nur noch jede Menge vor. Die Stadt soll belebt werden. Ihr seht ja, ich schalte mal kurz die andere Ansicht dran. Ihr seht ja, wie karg und leer das hier ist. Hier wird überall was voll stehen bald. Ich hoffe, ich komme auch dazu noch eine, naja, ich schreibe mal hin, Mauer zu bauen. Mit Türmen. Und was ich auch vorhab, ist eine Grafenburg. Burg für den Grafen. Ein Rathaus. Ich soll aufhören. Alles Ideen, was ich reinbaue. Ich hoffe, es gefällt euch mal wieder. Ich sehe zu, dass ich mal irgendwann damit anfangen werde. Ich habe jede Menge vor, wie ihr seht hier rein. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Das war, glaube ich, die 10. Folge heute. 10. oder 11.? Ja, die 10. Folge. Ich sage, Wiederschauen, reingehauen und Servus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Punkt. So, Freunde. Noch ein paar abschließende Worte, weil jetzt sind noch ein paar Tage vergangen. Ich habe meinen Abschluss jetzt noch geschafft. Weil das Video wurde ursprünglich früher aufgenommen, als ich gedacht habe. Und ja, ich habe meine Ausbildung beendet. Ich habe meine Ausbildung bestanden. An diesem Tag, das wollte ich jetzt noch mit euch teilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play. Let's Show Alendia in the Minecraft. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, God has dealt me for the vanished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky roads, a double of 1, 2, 3, 4, 5, up to here and turn her down the rocky roads and all the ways to double her mouth for all the dogs. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning.